bin Adis, ich bin neu. Ich werde euch alles rund um Stricken beibringen. Heute werde ich mit dem Maschenanschlag beginnen, den Kreuzanschlag. Ich benutze die Wolle von Coolwoll Lana Grosa. Die Nadelstärke 3,5 nehmen. Wenn ihr Anfänger seid, dann würde ich euch eine größere Wolle empfehlen, weil ich habe jetzt eine dünne Wolle hier. Ja, ich muss dann halt auch kleinere Nadeln benutzen. Das ist dann etwas schwerer für Anfänger. Also wir beginnen jetzt mit dem Kreuzanschlag. Ihr müsst so ein bisschen Faden hier überlassen. Vielleicht die Faustregel hier dreimal um die Hand wickeln, dann das hier so fallen lassen. Also es kommt auch drauf an, wie viele Maschen ihr anschlagen müsst. Ich würde pro 10 Maschen einmal hier um die Hand umschlagen halt, ja. Wenn ihr das getan habt, dann nehmt ihr eure Nadeln und dann fangen wir auch schon an. Ihr nehmt diesen Faden, wickelt ihn hier einmal rumwickeln, dann einmal um den Daumen, dann geht ihr einmal hier rüber und geht dann hier noch einmal rum. So, dann nehmt ihr eure Nadeln und stecht hier rein, hier in der Schlaufe, nehmt den Faden und dann hier wieder durch. Dann zieht ihr das fest. Ihr müsst auch hier diese beiden Fäden da straff halten, sonst wird es etwas schwieriger. Das wiederholt ihr dann, also einmal hier durch die Schlaufe, dann einmal hier den Faden nehmen und wieder durch die Schlaufe. Festziehen und ja, das werde ich jetzt wiederholen und werde euch dann zeigen, wie es dann zum Schluss aussieht. So, ich habe jetzt hier die Maschen fertig angeschlagen. Wenn ihr damit fertig seid, zieht ihr eine Nadel davon halt raus und dann lasst ihr das so. Dann könnt ihr einfach anfangen zu stricken. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man rechte Maschen macht. Und vielleicht noch einen anderen Anschlag. Einen Maschenanschlag hat. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich und aktiviert die Glocke. Bis bald. Tschüss.